Jinjan Asadi, Frau leben Freiheit. Das rufen hier junge Menschen im Iran bei den Protesten gegen das iranische Regime. Vor genau einem Jahr ermorden iranische Sicherheitskräfte die Kurdin Jina Mahsa Amini. Ein landesweiter Protest beginnt. Monatelang gehen junge Iraner und vor allem Iranerinnen auf die Straße, verbrennen ihre Kopftücher und demonstrieren gegen staatliche Unterdrückung. Musik ist für die Protestierenden von Anfang an besonders wichtig. Ganz schön viele Songs begleiten die Proteste und verbreiten die Message der iranischen Jugend in der ganzen Welt. Heute, ein Jahr nach Jina Mahsa Aminis Tod, da hören wir diese Songs. Es ist Samstag, der 16. September. Mein Name ist Jesse Hughes. Hi. گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای vom iranischen Musiker Shervin Hajipour. Dieser Song, der wird wie kein anderer zur Hymne der Protestbewegung. Baraye, das bedeutet so viel wie für oder wegen. Und in dem Song, da zählt Hajipour all die Gründe auf, wegen denen junge IranerInnen seit einem Jahr in großer Zahl auf die Straße gehen. Den Song, den veröffentlicht Hajipour wenige Tage nach Beginn der Proteste, also im September vor einem Jahr. In nur 2 Tagen wird er bei Instagram über 40 Millionen Mal geklickt. Hajipour gewinnt dann sogar einen Grammy Award dafür, und zwar in einer ganz neuen Kategorie: Best Song for Social Change. Und der Song wird von vielen MusikerInnen weltweit gecovert. Zum Beispiel von der deutsch-iranischen Musikerin Mariam FYI. برای شرمندگی، برای بی پولی، برای حضرت زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای... Währenddessen wird Hajipour selbst festgenommen und gezwungen, den Track von seinen Social-Media-Kanälen zu löschen. Er kommt später auf Kaution wieder frei und heute ist es um ihn sehr still geworden. Viele andere iranische MusikerInnen sitzen nach wie vor im Gefängnis und werden mit der Todesstrafe bedroht. Zum Beispiel auch der Rapper Tomasch. از کف میایم به رأس هرم میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدنی 44 سالتون سال شکست فجی اون روز همه دارید دهن میپرید از کف میایم به رأس هرم میزنیم شو میکنیم ببین چقدر Das iranische Regime in Songs zu kritisieren, das kann einen also auch schon mal das Leben kosten. Viele iranische MusikerInnen wandern deswegen ins Exil aus. Und das auch schon lange. Am bekanntesten ist die iranische Sängerin Gugush. Die ist eine absolute Ikone im Iran, bevor das Mullah-Regime an die Macht kommt. Nach 1979 ist es ihr dann verboten, weiter zu singen. Im Jahr 2000 verlässt sie das Land und seitdem setzt sie ihre Karriere ziemlich erfolgreich im Exil fort. Gugush ist mittlerweile Anfang 70 und auch sie solidarisiert sich seit einem Jahr mit den Protestierenden. 40 Tage nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, da veröffentlicht sie zusammen mit einigen anderen iranischen Musikerinnen den Song Dobare. In dem singt sie: Der Iran wird wieder zum Iran. Fast ein Jahr ist das jetzt her, aber wie steht es heute eigentlich um die iranische Protestbewegung? Die großen landesweiten Demonstrationen, die sind inzwischen abgeebbt. Auch in westlichen Medien ist das Thema wirklich nicht mehr besonders präsent. Aber ein Zurück in die Zeit vor den Protesten, das gibt es im Iran so schnell nicht. Viele Iranerinnen weigern sich weiterhin, das Kopftuch zu tragen, als Zeichen des Widerstands. Und auch in der iranischen Popmusik ist das Thema weiter ziemlich präsent. Ende August veröffentlicht der iranische Musiker Mehdi Yarahi den Song Rosarito. Leg dein Kopftuch ab, lass dein Haar frei, singt er. Auch Mehdi Yarahi sitzt jetzt in Haft. Denn gerade jetzt, zum Jahrestag von Jina Mahsa Aminis Tod, da verstärkt das iranische Regime seine Repression nochmal. Aus Angst vor erneuten Protesten. Die Veränderungen, die im Iran im letzten Jahr angestoßen werden, die lassen sich aber so schnell nicht wieder rückgängig machen.
Wir hören jetzt hier nochmal eine der Hymnen der aktuellen Protestbewegung, Baraye von Shervin Hajipour. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Shervin Hajipour mit Baraye. Wenn ihr noch mehr über iranische Protestsongs erfahren möchtet, dann hört doch gerne rein in eine Bonus-Episode von Keine Angst vor Hits. Das ist unser alter Musikpodcast hier von Detektor FM. Vor circa einem Jahr haben wir eine Folge veröffentlicht, gemeinsam mit der deutsch-iranischen Musikerin Mariam FYI. Die Folge verlinke ich euch natürlich in den Shownotes, damit ihr die auch schnell findet. Das war der Popfilter für heute. An dieser Folge haben Yannick Köhler, Stanley Baldauf und ich zusammengearbeitet. Mein Name ist Jesse Hughes. Macht's gut und bis morgen.